Einer unserer Reporter ist nach New Jersey gefahren, wo den Angehörigen die Cockpit-Aufnahmen vorgespielt wurden. Aber die Behörden haben der Presse nicht erlaubt, die Tonbänder zu hören und den Familien verboten, über den Inhalt zu sprechen. Stutzig macht auch die Identifizierung der Toten des Pentagons und aus Shanksville. Durchgeführt wurde sie nicht von zivilen Labors, sondern unter der totalen Kontrolle des Militärs. Die Pathologen veröffentlichten eine umfangreiche Broschüre über die Identifizierung und Pressemitteilungen mit erstaunlichen Ergebnissen. Erstens, obwohl man keine Leichenteile von den Terroristen fand, hat man trotzdem Totenscheine ausgestellt. Alle mit dem Namen John Doe, was so viel heißt wie unbekannt oder Otto Normalverbraucher. Zweitens wurden in Shanksville nur etwa 5% der sterblichen Überreste der Insassen gefunden. Nichts größer als ein Stück Knochen und nicht ein einziger Tropfen Blut. Kein Tropfen. So Leichenbeschauer Wally Miller, der die Leichenteile damals für das FBI aufsammelte. Und trotzdem wollen die Pathologen alle Passagiere ausnahmslos identifiziert haben. Die Angehörigen hatten die Wahl zwischen Sarg und Urne. Ich habe mit einer Dame aus New Jersey gesprochen. Und sie sagte, sie habe eine sehr kleine Box zurückbekommen. A small what? Box. Box. Very small. And she brought that back to bury. Und sie nahm das mit nach Hause, um es zu beerdigen. Zurück nach Pennsylvania, um das zu tun, was getan werden muss. What she got should be down there also. War sie sicher, dass dies die Überreste ihres Verwandten sind? Of her husband. Von ihrem Mann, ja. Mm-hmm. We're down there. Aber sie hat nicht hineingesehen. Doch, sie hat die Box geöffnet. Wirklich. Und alle konnten identifiziert werden. DNA. Wenn Sie so ein kleines Teil finden. Sie haben die DNA von allen Passagieren gefunden? Von jedem Einzelnen. Quälende Gedanken. Durch ihre Weigerung, die Vorgänge vom 11. September umgehend rückhaltlos aufzuklären, hat es die Regierung Bush geschafft, dass selbst die Identität der Toten noch in Frage gestellt wird. Und sie hat denen Tür und Tor geöffnet, für die der Schlüssel zur Lösung des Verbrechens ein jahrzehntelang geheim gehaltenes Dokument aus den Zeiten des Kalten Krieges ist. Es belegt eindringlich, zu welchem Zynismus das Pentagon fähig ist, wenn es darum geht, politische Interessen durchzusetzen. Unterzeichnet wurde das Papier von General Lyman Lemnitzer, später Oberbefehlshaber der NATO. Bei seinen Recherchen zu seinem Bestseller Body of Secrets stieß der Geheimdienstspezialist James Bamford auf Operation Northwoods, so das Papier, das mit dem Untertitel »Wie provoziere ich einen Krieg?« noch harmlos umschrieben wäre. 1962 planten der Generalstab und die CIA, das kommunistische Kuba samt seinem verhassten Machthaber Fidel Castro ein für alle Mal von der politischen Landkarte zu tilgen. Doch da gab es ein Problem. Der Rest der Welt und die Bürger der Vereinigten Staaten wären total dagegen gewesen. Also haben sie nach einem Vorwand gesucht, um die Welt und die amerikanische Öffentlichkeit für diese Invasion hinter sich zu bringen. Einer der Wege, die sie beschreiten wollten, war die Inszenierung von gefälschten Zwischenfällen, gefälschten terroristischen Anschlägen, Bombenexplosionen. Leute sollten erschossen werden und andere Dinge. Wohlgemerkt, geplant waren diese Terrorakte gegen das eigene Volk, um sie dann den Kubanern in die Schuhe zu schieben. Und die Liste der Ungeheuerlichkeiten war lang. Der Höhepunkt war eine Operation mit Flugzeugen. Von einem Airport in Florida aus sollte eine Maschine mit getarnten CIA-Leuten an Bord zu einem angeblichen Urlaubstrip in die Karibik aufbrechen. Dann sollte das Flugzeug starten. Und gleichzeitig sollte von einem anderen Flughafen in der Nähe eine leere und ferngesteuerte Maschine abheben. Währenddessen würde das Flugzeug mit den CIA-Leuten wieder landen
und an seiner Stelle würde das leere, ferngesteuerte Flugzeug weiterfliegen. Und sobald es sich über Kuba befinden würde, würden sie ein Tonband mit einem Hilferuf auslösen. Und dann wollten sie einen Knopf drücken, um das leere Flugzeug zu sprengen. Und behaupten, die Kubaner hätten ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen. Damals verhinderte Präsident Kennedy, dass der Plan in die Tat umgesetzt wurde. Und heute? Operation Northwoods, die Vorlage für den 11. September? Die Terrormaschine nur ferngesteuerte Dummies? Die Unfallstellen präpariert? Eine böse Ahnung, die sich zumindest in Shanksville aufdrängt. Für den Leichenbeschauer Wally Miller sah der angebliche Absturzkrater aus, Zitat, als hätte jemand einen Mülllaster genommen, ein 3 Meter tiefes Loch gegraben und einfach den ganzen Müll hineingekippt. Und die Passagiere? Also nicht dort ums Leben gekommen, wo wir bisher glaubten? Fragen, die einen frösteln lassen und auf die es bis jetzt keine Antworten gibt, nur jede Menge Theorien. Einer der Gründe für diese Verschwörungstheorien ist, dass die US-Regierung so viel lügt. Die amerikanische Regierung lügt permanent über viele Dinge. Sie lügt im Hinblick auf Atombomben im Irak. Erst kürzlich schickte sie gefälschte Dokumente zu den Vereinten Nationen. Sie hat über Vietnam gelogen. Sie hat über Watergate gelogen, über eine Menge Dinge. Ganz offensichtlich gibt es eine Menge Misstrauen, ob die US-Regierung die Wahrheit sagt. Wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit den Anschlägen des 11. September tolerieren. Boshafte Lügen, die bezwecken, die Schuld von den Terroristen abzulenken. Weg von den Schuldigen. George W. Bush. Ich glaube, je mehr Misstrauen es gibt, umso besser. Vielleicht liegen die Leute richtig, wer weiß. Ich denke, die US-Regierung ist selbst schuld, wenn die Menschen so skeptisch sind. Ich bin ebenfalls skeptisch, deshalb bin ich Journalist. Ich glaube nicht alles sofort, sondern schaue erst mal genauer hin. Zurück zu den Tatsachen. Noch nie hatte ein Verbrechen weltweit so weitreichende Folgen für die Menschen. Neben Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten explodierten die Militärausgaben, vor allem in den USA. Und ein Präsident, der unbedingt Geschichte schreiben will, in der Rolle seines Lebens. Wir müssen den ersten Krieg des 21. Jahrhunderts für uns entscheiden. Der Präsident hat vollkommen recht. Wir müssen diesen Krieg zu den Terroristen tragen. Dorthin, wo sie sind. Während die ganze Welt dem amerikanischen Volk noch ihre Solidarität bekundet, nutzen die Scharfmacher im Pentagon die Gunst der Stunde. Paul Wolfowitz, von US-Medien als das Superhirn bezeichnet, ist der Vordenker einer von den USA dominierten neuen Weltordnung, in der der Angriffskrieg ein legitimes Mittel zum Erreichen dieses Zieles werden soll. Der oberste Missionar seiner Botschaft. Mr. Speaker, the President of the United States. Torturing children where their parents are made to watch. Sie foltern Kinder und zwingen ihre Eltern zuzusehen. Es gibt Stromstöße, Brennen mit glühenden Eisen, Tropfen von Säure auf die Haut, Verstümmelungen mit Bohrmaschinen, herausgeschnittene Zungen und Vergewaltigung. Wenn das nicht böse ist, dann verliert das Böse jede Bedeutung. If this is not evil, then evil has no meaning. Standing Ovations für einen Präsidenten, dessen Kriegsrhetorik fatal an das dunkle Zeitalter der Kreuzzüge erinnert. Es sieht aus, als hätte der 11. September dieser Administration einen Blankoscheck verschafft, eine Menge Dinge zu tun, die vor dem 11. September undenkbar gewesen wären. Wenige Wochen nach den Anschlägen versetzten Briefe mit Milzbranderregern nicht nur die USA in Angst und Schrecken. 5 Menschen starben,
Einige der Briefe waren an die innenpolitischen Gegner der Regierung Bush, unter anderem an den Mehrheitsführer der Demokraten, Senator Daschle, adressiert. Als Absender der biologischen Waffe wurden von der Bush-Administration die üblichen Verdächtigen genannt. Erst als die renommierte Biologin Barbara Rosenberg den Verdacht äußerte, die Spuren könnten aus einem Militärlabor der USA stammen, wurde es seltsam ruhig. Bis heute ist der Fall nicht restlos aufgeklärt. Es waren nicht die Iraker. Es kam nicht aus Übersee. Es waren keine fremden Terroristen. Es war heimischer Terrorismus, möglicherweise durch unsere eigene Regierung, aus unserem eigenen militärischen Apparat. Da war eine Menge Angst. In dieser Angst verabschiedeten sie den Patriot Act, der praktisch unsere Verfassung zerstört und damit das Fundament unseres Regierungssystems untergräbt. Dieses Sicherheitsgesetz, das schon vor dem 11. September ausgearbeitet worden war, enthält eine Reihe gravierender Einschränkungen bürgerlicher Rechte. Am 26. Oktober 2001 wurde es von Präsident Bush unterzeichnet. Und das nächste liegt schon in der Schublade. Der neue Patriot Act, über den jetzt gesprochen wird, der Domestic Security Enhancement Act, lässt den alten aussehen wie ein Kinderspiel. Der ist vergleichsweise mild. Jetzt reicht es, wenn Sie sagen, wir verdächtigen Sie. Und dann können Sie sie ohne Anwalt wegsperren und ohne, dass Sie überhaupt eine Anklage vorbringen. Damit wird die Verfassung aus dem Fenster geworfen. Auch angesichts von Bildern wie diesen aus dem Lager Guantanamo fragt man sich, welche Art Demokratie die Bush-Regierung eigentlich noch exportieren will. Diese Menschen hier haben noch weniger Rechte als verurteilte Massenmörder. Das ist das erste Postamt der Vereinigten Staaten. Hier stand das Haus von Ben Franklin. Philadelphia. Tom Flocko zeigt uns stolz seine Geburtsstadt, die als die Wiege der amerikanischen Demokratie gilt. Noch nie waren ihre Werte so bedroht wie heute, sagt er. Für Tom Flocko und seine Mitstreiter ist es deshalb patriotische Pflicht, für diese Werte zu kämpfen. Hier kommt die Freiheitsglocke. Da drüben, im Glashaus. Zum Schluss stellen wir Tom Flocko noch die Frage, die uns schon die ganze Zeit auf den Nägeln brannte. Das ist eine harte Frage. Sie fragen mich, ob meine eigene Regierung diese Sache inszeniert hat. Und das Schlimme ist, ich bin nicht wirklich sicher, weil ich genau weiß, welche Beweise fehlen, was nicht verfolgt wurde. Zeugenaussagen, die weder vor Gericht noch vor dem Kongress gehört wurden. Und ohne diese Antworten kann ich nicht definitiv sagen, dass Mitglieder unserer eigenen Regierung nicht in die Anschläge involviert waren oder vorher davon wussten. Wenn sie davon wussten oder es planten, dann reden wir hier von Verrat und kapitalen Verbrechen. Wir wissen es nicht. Aber es gibt viele Leute in diesem Land, die darin übereinstimmen, dass wir nicht genügend Informationen haben, um ein Urteil zu fällen in der einen oder anderen Richtung. Damit haben viele von uns ein Problem. Die Beweise sind irgendwo verborgen. Schlamperei und Inkompetenz? Natürlich, aber Schlamperei und Inkompetenz reichen aus, um einen Präsidenten des Amtes zu entheben. Und das ist noch das Mindeste, womit wir es hier zu tun haben. Damit muss man sich befassen. A problem that has to be dealt with.